Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben Sonntag, 18 Uhr. Es ist der 14.02., also Valentine's Day. Jan ist gerade tatsächlich losgefahren, um uns was zu essen zu holen. Und er hat mir noch nicht verraten, was. Also ich bin sehr gespannt. Ich hatte zwar auch überlegt, also ich hatte mir für diese Woche oder uns die HelloFresh-Box wieder bestellt. Und da war auch so ein Valentines-Menü drin, und zwar mit Rinderfilet und Garnelen. Das werden wir dann einfach morgen essen, aber jetzt, wenn Jan schon was zu essen holen wollte, dann werde ich ihn davon sicherlich nicht abhalten. Ja, ich bin gespannt, was er dann gleich mitbringt. Und ansonsten ist es ein typischer Sonntag. Ich habe ganz viele Videos geschnitten. Ich mache ja momentan so eine Schminksammlungsserie auf meinem Hauptkanal, wo ganz viele kleine Videos kommen werden. Das erste, vielleicht wenn ihr den Vlog seht, ist das zweite auch schon online. Es gibt, glaube ich, insgesamt 27 Teile und die bin ich gerade fleißig am Schneiden, macht mir auch richtig viel Spaß. Fußball lief natürlich, ein kleines Mittagsschläfchen habe ich auch gemacht, deswegen ist die Schminke auch ein bisschen verschmiert. Ja, aber ansonsten haben wir nicht so richtig viel gemacht. Deswegen habe ich auch nichts weiter zu erzählen und werde euch gleich zeigen, was es denn zu essen geben wird. Und ja, dann melde ich mich die Tage wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag. Es ist die letzte Woche, die wir Notbetreuung haben. Ab nächster Woche sollen die Kitas ja wieder geöffnet werden. Schauen wir mal, was passiert. Wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, es hat gestern bei uns nochmal ordentlich geschneit über mehrere Stunden. Es kam nochmal richtig was runter. Ich musste heute so eine Schicht Schnee von meinem Auto fegen. Glücklicherweise hat es jetzt nicht noch zusätzlich gefroren. Wir haben 1 Grad, glaube ich. Ja, deswegen bin ich ein bisschen früher aufgestanden. Ich konnte eh nicht schlafen. Irgendwie war ich seit um 2 oder so ständig wach. Da habe ich mir gedacht, stehe ich ein bisschen früher auf, hätte ich gar nicht gemusst. Ich kam ganz gut durch, auch wenn ich natürlich langsamer gefahren bin. Aber jetzt bin ich viel zu früh da. Deswegen erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was, beziehungsweise mir fällt sonst nichts ein. Dann gehe ich wohl mal rein, bevor ich hier im Auto friere. Ja, auf ans Werk. Ich bin so müde. Ich bin heute nicht mal unmotiviert, weil ich merke auch langsam, also ich war jetzt auch wirklich immer mal wieder einen Tag zu Hause oder 2 Tage die Woche zu Hause und es ist schon langsam echt langweilig, muss ich sagen. Also mir fällt zwar immer was ein, was ich machen kann, aber irgendwie so ein bisschen Routine ist gar nicht schlecht. Also so ein bisschen Struktur und auch der Schlafrhythmus. Na, manchmal kann ich ausschlafen, dann muss ich um 5, also klingelt um 5 mein Wecker. Am nächsten Tag kann ich wieder ausschlafen, dann wieder um 5, dann mal um 6 und das ist alles irgendwie morgs. Ich merke das am Wochenende extrem, dass ich da, obwohl ich ja nicht super früh aufstehe am Wochenende, dass ich da nachmittags einfach platt bin und schlafen muss. Verrückt. Okay, ich gehe jetzt arbeiten. Hi, am Donnerstag. Ich komme gerade von der Arbeit und heute ist der erste Tag mit so richtig Frühlingswetter. Also der Schnee ist gestern in Rekordzeit geschmolzen. Es sind jetzt nur noch kleine Anhäufungen auf dem Rasen. Ansonsten ist alles wieder grün oder braun. Und ich war eben draußen kurz im Garten, habe da mal kurz geguckt, so was alles verfroren ist und was noch gut ist und so. Und oh mein Gott, es fühlt sich so gut an und man bekommt oder ich bekomme sofort wieder Lust auf Gartenarbeit. Also auf Pflanzen und jeden und dies und das. Habe ich den ganzen Winter überhaupt null verspürt. Ich hoffe, dass die Baumärkte jetzt, dürfen die nächste Woche eigentlich auch wieder aufmachen? Ich glaube schon, oder? Dass ich mir auf jeden Fall Blumenerde besorgen kann, um die ersten Pflanzen vorzuziehen und sowas. Also jetzt packt mich so richtig die Gartenfreude. Ja, ist richtig schön heute. Das ist auch, also wir haben irgendwie 9 Grad. Letzte Woche hatten wir minus
Ich weiß nicht, wie viel Grad. Es ist richtig warm draußen. Es ist Wahnsinn. Die Sonne scheint. Oh mein Gott, so schön. Ich liebe den Frühling. Ja. Musste ich euch jetzt gerade mal mitteilen. Ich bin so begeistert. Hi, ihr Lieben. Ein Tag später, aber wieder Sonne. Ich glaube, es ist nicht ganz so warm wie gestern, aber trotzdem sehr schön. Ja, ich habe jetzt Wochenende, es ist Freitag und ich treffe mich jetzt mit meiner Schwester hier in den Feldern. Wir wollen mit Henry spazieren gehen. Dann ist heute noch Einkaufen angesagt und heute Abend kommt noch eine Kollegin vorbei und ich koche uns was. Ja, genau. Das ist der Plan. Und Montag geht's ja wieder in die Vollen. Die Kitas werden wieder geöffnet. Ja, und dann dürfen alle Kinder wiederkommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wir hatten ja diese Öffnung letztes Jahr auch schon mal nach dem ersten Lockdown. Es war aber im Sommer. Das heißt, das war alles sehr, sehr locker eigentlich. Es lief auch total gut. Also auch die Kinder kamen gut an. Wir hatten ja so die Befürchtung, dass einige vielleicht ja, Schwierigkeiten haben morgens oder sowas. Aber das war gar nicht so. Heißt aber natürlich nicht, dass es jetzt auch nicht so ist. Also wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall wieder voll. Was halten wir davon? Nichts. Aber was soll man machen? Ich stehe Montag auf jeden Fall auf der Matte und dann schauen wir mal, wie das alles so wird. Aber ja, man muss schon sagen, das ist ja jetzt wirklich ein Jahr ziemlich genau. Und das letzte Jahr war schon, also wir hatten nie die Vollzahl an Kindern, weil wir in kleineren Kohorten oder in Notgruppen gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten ein Jahr echt, ja, kleinere Gruppen, ein bisschen mehr Ruhe und Montag halt gar nicht mehr. Wir haben uns schon ein paar Pläne gemacht, wie wir versuchen, Struktur reinzubringen, damit es nicht ganz so in einem Chaos endet. Ja, mal sehen, ob uns das gelingt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir graut schon ein bisschen davor. Aber naja, irgendwie wird es schon gehen. Also, die anderen Jahre davor haben wir ja auch so gearbeitet, ne? Das ist ja auch immer irgendwie. Hätten auch immer Jod gegangen, ne? Okay, so. Ich hoffe, die kommen gleich. Solange genieße ich nochmal hier die Sonne, die in mein Auto scheint. Heute war der erste Arbeitstag wieder mit allen Kindern oder fast allen Kindern, bis auf wenige Ausnahmen waren alle wieder da. Es hat gut geklappt, es war aber natürlich wieder sehr laut und wuselig, ganz ungewohnt. Ja, und ich war irgendwie fertig heute Nachmittag. Also ich musste mich tatsächlich einmal kurz hinlegen, weil ich so müde war und dachte so, oh, jetzt rumquälen irgendwie bis zur richtigen Bettgehzeit. Da hatte ich keine Lust zu, da habe ich mich hingelegt. Aber nur so ein ganz kleines bisschen geschlummert. Vielleicht bin ich so zweimal für ein paar Minuten weggenickt, aber dann. Ich hatte keine Wärmflasche mit dabei. Ich kann ohne Wärmflasche, es sei denn, es ist wirklich super heiß draußen, nicht schlafen. Meine Füße werden kalt und dann denke ich mir die ganze Zeit, ich habe kalte Füße, ich habe kalte Füße. Ja, ist so. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder halbwegs wach. Wir haben jetzt gleich 5:30 und es ist noch hell draußen. Heute Morgen war es auch schon hell draußen, als ich aufgestanden bin. Es ist so der Hammer. Ja, ich muss heute auf jeden Fall noch Sport machen. Ein Homeworkout ist heute dran. Ich habe am Wochenende
keins gemacht, war aber ja auch zweimal mit meiner Schwester und Henry eine richtig große Runde spazieren. Das habe ich als Workout genommen. Kann man, glaube ich, auch machen, so bei 2 Stunden spazieren. Ja, deswegen mache ich heute aber eins. Ich weiß zwar noch nicht was. Ich hatte ja, hatte ich euch, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich Gymondo mir abonniert habe, was aber nicht mehr funktioniert. Also ich habe das jetzt, glaube ich, 4-mal versucht, was sonst immer geklappt hat, auf dem Fernseher zu streamen. Funktioniert nicht. Dann habe ich, also vom Handy aus dem Fernseher zu streamen. Dann habe ich das versucht, über einen Fernseher-Internetbrowser anzumachen. Das ging auch nicht. Und dann wollte ich es übers Handy laufen lassen. Musste meine Brille aufsetzen, damit ich überhaupt was gesehen habe. Aber das ging auch nicht mehr. Also, keine Ahnung. Ich bin richtig enttäuscht, dass das nicht mehr funktioniert, weil ich hatte mir extra so Dance-Workouts rausgesucht, was ich ja ganz gerne mache. Läuft nicht. Deswegen habe ich die letzten Male immer über YouTube-Workouts gemacht von Blogilates? Nee, Popsugar. Popsugar. Genau. Was auch absolut okay ist, was auch vor allem komplett kostenlos ist. Gymondo kostet ja tatsächlich was im Monat. Zwar jetzt nicht viel, ich hatte auch so ein 50% Angebot. Naja, aber dafür, dass es nicht funktioniert, ist es natürlich deutlich zu viel. Ist es natürlich kacke. Muss ich nochmal gucken, ob das vielleicht irgendwie an der Verbindung lag oder sowas, ob es irgendwann mal wieder funktioniert. Ja. Auf jeden Fall muss ich heute noch irgendein Workout machen. Und dann wird gekocht, beziehungsweise es gibt heute so Reste. Ich hatte wieder Brot gebacken am Sonntag gestern. Davon ist noch ein Stückchen über. Ich habe noch Avocados, dann werde ich eine Guacamole machen. Wir haben auch noch so ein paar Tortilla-Chips. Das sollte eigentlich so eine Nacho-Bowl werden mit Bohnen und Salat und so. Ich werde mal gucken, was weg muss und dann essen wir einfach Reste. Genau, das ist heute der Plan. Hallöchen am Freitag. Ich habe Wochenende und war gerade bei meinem allerersten Corona-Schnelltest. Ich als Erzieherin darf mich ja jetzt regelmäßig testen lassen und ja, das habe ich eben zum ersten Mal zusammen mit meiner Kollegin gemacht. Es war überhaupt nicht schlimm, also ich hatte ja schon mal so eine Nasen-OP, so einen Eingriff, der war schlimmer, also definitiv. Das war auch so ein ganz dünnes Stäbchen, ging auch nur in die Nase und ja, Ergebnis ist negativ, alles gut, habe ich mir aber auch gedacht. Also wir sind jetzt nicht hin, weil wir irgendwelche Symptome haben, sondern weil wir einfach mal gucken wollten, wie das so ist. Und ja, wir hatten ja jetzt eine Woche oder die erste Woche mit voller Besetzung in der Kita und haben uns gedacht, so nach dieser Woche gucken wir doch mal, ob alles noch im grünen Bereich ist. Ja. Gut, dann werde ich jetzt nach Hause fahren. Nicht nach Hause, sondern zu meiner Family, denn wir wollen noch zusammen Abendbrot essen. Und das kann ich jetzt auch mit gutem Gewissen tun. Ja, genau. So läute ich jetzt das Wochenende ein. Hallo, hallo. Reichlich zerzaust. Oh Gott. Am Montag. Ich komme gerade aus Kiel. Es ist jetzt 5 Uhr. Noch so schön hell, es ist schon wieder so schönes Wetter, aber es ist kälter geworden. Ja, was habe ich in Kiel gemacht? Ich hatte meinen Termin zur, oh Gott, wie hieß das jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Na, auf jeden Fall wurde mir das Zahnfleisch, wo das Implantat drunter sitzt, aufgeschnitten und jetzt die Schraube drauf gesetzt und ihr seht es ja, man kann das jetzt leider da durchsehen. Die Schraube guckt so ein bisschen durch. Die Schiene wurde so ein bisschen angepasst, so ein bisschen angebohrt, dass die halt nach wie vor passt, denn 2,5 Wochen muss ich noch aushalten, bevor dann die letztendliche Zahnkrone drauf kommt. Und ja, ich zähle die Tage, wirklich, ich zähle die Tage. Ja, da bin ich heute hingefahren, Hinweg schön Stau gehabt. Ich bin eine Stunde vorher losgefahren. Normalerweise braucht man eine halbe Stunde dorthin, als ob ich es geahnt hätte. Und ich war 4 Minuten vor dem Termin da. Ja, Rückweg war zum Glück alles wieder frei, alles gut.
Und ja, danach war ich noch bei meinem Schwager und bei meiner Schwester zu Hause und bei Henry. Denn mein Schwager hat heute Geburtstag und ja, die wohnen in Kiel. Und dann bin ich noch mal kurz da vorbeigefahren, habe unser Geschenk vorbeigebracht. Er hat von Jan und mir so ein Schneidbrett bekommen. Vielleicht kennt ihr das von Instagram. So ein Schneidbrett, was an den Seiten links und rechts so Schalen hat, die man so rausziehen kann. Dann kann man das Geschnittene direkt in diese Schalen schieben. Ja, er ist nämlich so ein kleiner Hobbykoch, auch ein sehr guter Hobbykoch. Und genau, das hatte er noch nicht. Deswegen hat er das jetzt von uns bekommen. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich wieder zu Hause, war eben noch kurz bei Rossmann Fotos abholen für die Arbeit. Also heute war ich richtig fleißig. Ich muss aber auch sagen, ich musste bei meiner Schwester direkt erstmal eine Schmerztablette nehmen, weil, oh, es ist schon wieder so Druck auf dem Kiefer und auf dem Kopf, hat er auch gesagt, der Implantologe, als er mir das da reingedreht hat und so, oh, ja, das drückt jetzt und die nächsten Tage wirst du das ein bisschen merken. Oh, ich hoffe, es wird nicht so schlimm, wie nachdem mir der Zahn gezogen und das Implantat gesetzt wurde, weil das war richtig schlimm. Also ich glaube, 3-4 Tage danach hatte ich noch richtig, richtig, richtig Schmerzen. Ja. Muss nicht sein, muss echt nicht sein, aber ich kann es eh nicht ändern. Ne? Hauptsache, bald ist dieser ganze Spuk vorbei und ich habe wieder einen Zahn und kann diese scheiß Schiene in die Tonne kloppen. Also sie hat mir wirklich gute Dienste erwiesen, also von Weitem sieht man jetzt wirklich nicht, dass mir da ein Schneidezahn fehlt, aber ach, ihr könnt euch vorstellen, ne? die wird ja auch nicht besser. Die ist schon so durchgekaut und bleh. Bin froh, wenn ich die bald los bin.